Die Spannung in Sachen US-Wahl, sie steigt und steigt, genauso aber auch die Corona-Infektionszahlen, die man als Anleger vielleicht auch noch im Auge behalten sollte. Genau die zwei Faktoren sind es eigentlich, Roland, die vielleicht den Markt so ein bisschen bewegen und bestimmen gerade und die natürlich auch euch beschäftigen als Auslandsaktienhändler hier in Stuttgart, Roland. Wie ist so deine Einschätzung? Was glaubst du, passiert noch bis zur Wahl und vor allem, wie reagieren dann die Indizes drauf? Ja, ich muss auch sagen, es ist etwas überraschend, dass genau dieses Corona-Geschehen, das wir schon seit einigen Tagen, ich möchte sagen Wochen, steigende Fallzahlen sehen, dass das nicht mehr auf den Markt drückt. Wir haben es jetzt in den letzten 3-4 Handelstagen, war es wieder verstärkt ein Thema, aber das Thema scheint sich auf Europa letztendlich zu begrenzen. In Asien scheint Covid-19 kein größeres Problem mehr zu sein, die Märkte dort relativ ruhig, relativ stabil. In Amerika trotz der hohen Fallzahlen und trotz des Wahlkampfes und der widersprüchlichen Äußerungen, Maskenpflicht von Donald Trump oder nicht, auch dort scheint das Thema Corona nicht das große Thema zu sein. Hier ist eher ein Thema, kommt noch ein Konjunkturpaket, wie hoch fällt das aus? Hier blockieren sich ja die Republikaner und die Demokraten. Das Thema ist vor allem in Europa angesiedelt und in Amerika selber, man muss sagen, es ist ein bisschen Nervosität vor den Wahlen. Wir haben gestern einen wirklich schwachen Handelstag gesehen, die Indizes sind zurückgekommen. Das ist fast etwas unüblich in solchen Zeiten, weil man muss, wenn man sich auf den Kalender schaut, 5 bzw. 6 Handelstage stehen in Amerika noch an. Und um es ganz klar zu sagen, die Statistik, sie sagt, in den letzten 5, 6 Handelstagen vor einer Wahl sehen wir steigende Kurse. Und insofern muss man sagen, vielleicht war das gestern auch nochmal ein Abschüttler. Und wer sich den Markt angeschaut hat, es waren in der letzten 1,5 Handelsstunden eine Stabilisierung zu sehen, steigende Kurse. Und viele von den bekannten Namen, die wir uns anschauen, eine Apple, eine Amazon, die haben ja sogar im Plus geschlossen. Und das ist natürlich für den Markt insgesamt kein schlechtes Zeichen. Ja, jetzt haben wir brandheiß quasi von dir gerade noch die Info reingespielt bekommen, die wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. AMD hat eine Übernahme hingelegt. Ja, es war schon vor ein paar Tagen im Gespräch als Gerücht. AMD will Xilinx kaufen und ja, der Deal ist jetzt durch. Es ist sozusagen eine Aktienswap in einem Aktientausch gemacht. Die Aktionäre von Xilinx erhalten AMD-Aktien. Das Ganze hat ein Volumen von sage und schreibe 35 Milliarden US-Dollar. Auch keine Kleinigkeit im Chip-Bereich. Und AMD selbst hat ihre Quartalszahlen noch vorgezogen, eben aus diesem Anlass. Ja, und wie könnte es anders sein, wenn man das vorzieht und reportet? Es waren sehr, sehr gute Zahlen. Wir haben von Umsatzzuwächsen von über 40% gehört. Der Outlook wurde ebenfalls angehoben, also von Corona-Krise bei AMD überhaupt nichts zu spüren. Wo wir dann sowieso schon so ein bisschen im Tech-Bereich sind mit den Chip-Werten, müssen wir vielleicht auch noch blicken auf SAP, zwar ein deutscher Wert. Die hat es gestern ein bisschen auf die Mütze gegeben, würde ich mal sagen. Spiegelt sich das auch so ein bisschen bei den US-Konkurrenten wie Salesforce wieder? Ja, SAP natürlich ein deutscher Wert, aber der einzige deutsche Wert in Anführungszeichen mit auch US-Format. Man sieht es auch in der Aktionärstruktur. Und natürlich will man sich mit diesen großen Companies in Amerika, mit einer Adobe, mit einer vor allem mit einer Salesforce messen. Und da muss man ganz klar sagen, die Werte waren auch etwas schwächer, weil AMD hat ja, SAP hat ja nicht nur unbedingt gesagt, dass es interne Probleme sind, die zu diesem Gewinnrückgang hören, beziehungsweise ein Strategiewechsel, sondern sie sehen auch das Business insgesamt für das nächste Jahr nicht ganz so rosig. Aber die S&P-Jungs sind natürlich hauptsächlich auch in Europa unterwegs, während auf der anderen Seite des Atlantiks eine Salesforce letztendlich und eine Adobe hier ganz klar in Amerika eben ihr Business machen und dort scheint es eindeutig besser zu laufen, dort scheint die Investitionsbereitschaft etwas größer zu sein und die Outlooks insofern optimistischer. Frisch eingetroffen ebenfalls sind die Quartalszahlen der Pharma-Riesen in den USA. Wie sind die ausgefallen? Ja, man muss sagen, die Pharma-Riesen, ob eine Pfizer, ob eine Eli Lilly, was wir gesehen haben, eine Merck, sie verdienen alle weiterhin prächtiges Geld. Über den Schätzungen die meisten. Bei Pfizer im Speziellen, die ja hier bei uns hier in Stuttgart sehr, sehr beliebt sind, aufgrund der Kooperation beim Covid-19-Impfstoff mit BioNTech. Ja, der Umsatz ist etwas zurückgegangen, was aber daran liegt, dass natürlich weitere Mittel aus dem Patentschutz auslaufen. Vor allem Schmerzmittel war der Umsatz etwas geringer. Aber die Fantasie natürlich auf den Impfstoff, dass man in Kombination mit BioNTech als erster diesen Impfstoff letztendlich auch auf den Markt bringen kann. Er ist natürlich weiterhin da, diese Fantasie. Und das sind natürlich noch keine Umsätze, sondern das ist eine Investition in die Zukunft, die zunächst Geld kostet, die keinen Umsatz bringt. Und das spiegelt sich hier wieder. Aber eine Company wie Pfizer mit diesen Ergebnissen kann das locker verschmerzen. Und insofern ist da die Fantasie, die Spekulation dann auf das erste Quartal 2021, wenn wir dann hoffentlich den Impfstoff haben. Das werden wir dann sehen. Soweit Dankeschön, Roland, für die Einschätzung heute. Bitteschön.
Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch drängende Fragen zur US-Wahl, wir haben da was für euch vorbereitet, ein Spezial, wenn man so will, wo ihr vielleicht rausfindet, ob der S&P die Performance für den Wahlsieg von Donald Trump spricht oder auch, ob die Börsen lieber einen Demokraten oder einen Republikaner als Präsident haben. Klickt mal auf den Link, das ist richtig, richtig spannend und dann seid ihr top vorbereitet für die nächste US-Wahl, zu der wir uns, Roland, dann sowieso wieder unterhalten. Bestimmt.